Willkommen in Österreich! Und mit der Einreise nach Österreich begrüße ich nicht nur ganz herzlich Österreich, sondern auch euch. Der war gut, aber jetzt ist einmal das Intro. So, Kron- und Tankenwesen, jetzt geht's weiter. Wir fahren heute zum Sylvensteinspeicher in Klammern See, ich weiß gar nicht. Stausee ist das, glaube ich. Wir haben jetzt schon eine Stunde unterwegs. Eine Stunde braucht man nur, insgesamt 2 Stunden Fahrtzeit einfach. Was durch die Stadt echt schrecklich ist, Alter. Also wer mich kennt, Stadtfahren hasse ich wie die Pest. Kann ja gar nicht haben. Eine Stunde fahren wir jetzt nur. Wir haben jetzt fast exakt die Hälfte geschafft. Wir fahren dann wieder nach Deutschland, direkt in Deutschland. Wir haben jetzt von Deutschland nach Österreich gefahren, dass wir wieder nach Deutschland fahren können. Ah, nicht schlecht. War ja Slowenien auch nichts anderes, weil Slowenien haben wir ja durch Österreich gefahren, nach Italien und von Italien, dass wir nach Slowenien kommen haben. Weil durch den Pass haben wir mit dem Anhänger gar nicht fahren dürfen. Ja, ich bin allein unterwegs. Eigentlich war nur ein anderes Ziel der Plan gewesen für heute oder für das, was ich noch vorgehabt hätte. Aber das ist tatsächlich ein bisschen zu weit weg für meinen Geschmack. Und das andere Ziel, wo ich noch gerne hin wollte, das ist eine Stunde länger weg. Das sind knapp 3,5 Stunden, glaube ich. Und das ist dann für eine Tagestour schon fast zu sportlich. Und da habe ich mir gedacht, ja, hallo, was das auch nicht, bis da wieder einen ganzen Tag unterwegs. Und so bin ich wenigstens Nachmittag, komme ich dann wieder heim. Dann habe ich nur ein bisschen was. Da finde ich es ehrlich gesagt cooler, wenn du Minimum zu zweit unterwegs bist. Dann hast du wenigstens eine Gaudi, bist nicht allein, wenn irgendwas ist, wenn es dir schon mal schmeißen sollte. Gott bewahre. Oder wenn halt irgendwas ist, dass du halt nur jemanden dabei hast, der was dir vielleicht helfen kann. Das ist genau dasselbe wie ich habe jetzt Urlaub, tatsächlich. Und ich war sogar ganz knapp am Überlegen, ob ich nicht sogar Gardasee fahren sollte. Auto-Anhänger habe ich ja alles hinten drauf geklatscht und Abfahrt am Gardasee. Aber da muss ich ehrlich sagen, allein wegfahren, ich weiß nicht. Gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Ich sage mal, es gibt Leute, die was das kennen. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht. Da sage ich Minimum zu zweit, wie wir Slowenien waren. Aber allein, schreibt doch mal in die Kommentare, ob sie allein wegfahrt oder ob sie auch sagst, na mindestens. Oder zwei Leute mehrer. Das würde mich echt interessieren. Egal! Aber alle Fälle das Wetter heute, es regnet noch nicht. Heute soll anscheinend der letzte Tag sein oder einer von den letzten Tag sein, wo noch Ski sein sollten. Und weil der Sylvensteinspeicher eh noch auf meiner Liste gestanden ist, den was ich ehrlich gesagt ein bisschen vergessen habe, der ist mir gestern auf Nacht spontan nur eingefallen. Fahren wir da jetzt einmal hin. Das würde mich mal interessieren, habe ich auch schon viel gesehen gehabt. Roller Brudi. Habe ich auch schon viel gesehen gehabt, wo ich unbedingt einmal hin wollte. Genau, am letzten Ski am Tag, den nutzen wir halt nur aus, weil morgen sagt er damit nicht mehr ganz so schön. Egal, ich fahre jetzt erst einmal aus der Stadt aus und wenn es wieder interessant wird, seht ihr es ja gleich. Ah ja, doch. Aussicht kann man lassen. Doch. Oha. Du warst jetzt aber allerdings nicht, bin ich dumm. Ist das jetzt schon Sylvenstein oder ist es der Aachensee? Weil unten ist nämlich ein Schild gestanden mit Aachensee. Ich weiß aber jetzt auch nicht, was das für ein See jetzt genau ist. Schaut aber schon geil aus. Oh, der hat ein bisschen was von Norwegen. Norwegen wäre halt auch mal geil, aber bis da oben bist du ja Heidewitzka. Da bist du ja ewig und 3 Tage unterwegs. Alter, da kriege ich gleich wieder Gardasee-Vibes. Ist schon fett. Haha, geil. Alter, Gardasee-Flashbacks. Gardasee-Flashbacks vom Feinsten. Aber wir haben nur in Österreich, glaube ich. Also über die Grenze haben wir noch nicht gefahren. Aber der See ist nicht unser Ziel. Wir fahren weiter. War das hier die ehemalige Grenze? Also Kontrolle Deutschland-Österreich, kann das sein? Haben wir dann jetzt eigentlich schon wieder in Deutschland? Ich weiß nicht. Jetzt haben wir in Deutschland. 20 Minuten später. Aha. So, wir sind da. Alter. Geil. Ist schon brutal, hä? Dann stehen wir uns einfach mal da her. So, Päuschen. Wie weit geht's da, Obi? Ah, ja, schon ein Stickel, aber drucken schaut's aus. Ist schon nett, ja. So, Abfahrt. Haben wir's gesehen? Ein bisschen wenig Wasser, aber bei den Temperaturen wundert mich das ehrlich gesagt nicht. Geht schon sauber weit, eigentlich. Da hinten auch. Brutal.
Nee, doch, ist nett, ist schön. Kann man auch mal machen. Ich sage jetzt einmal, ist jetzt vielleicht nicht so spektakulär. Aber also ich sage mal, ja, für einen Tag kann man schon mal machen. Alter, das ist so ein dummer Hund, der schwarze Mercedes da vorne. Hinter mir, ich hab's leider nicht auf Kamera, hinter mir war ein weißer BMW, jetzt nimmer. Der ist eher nicht schnell genug gefahren, dann hat der schwarze Mercedes den weißen BMW überholt und dann noch ausgebremst. Alter Junge, einfach ins Knie. Du bist so ein dummer Weißt, erst hat er es eilig und dann die anderen noch ausbremsen. Oh, mein Gott. Jetzt biegst du ab, oder? Du kleines Du bist so ein dummer Wenn du das eh schon eilig hast, dann bremst die anderen hier aus und belehr sie nicht. Das ist nicht deine Aufgabe. Mein Gott, es gibt so dumme Leute. Es gibt so viel dumme Leute. Brutal, brutal. Leute, kleiner Nachtrag. Ich bin eigentlich beim Horfahren vom Sylvensteinspeicher, aber durch Zufall bin ich jetzt am Sudelfeld. Sudelfeld, ja da, schau an. Ihr kennt doch bestimmt die Kabel 1 Motorradkontrollen. Die sind teilweise hier auch gedreht worden. Was man durch Zufall nicht alles findet. Hoffentlich kontrollieren es halt nicht da. Ja, moin. Ja, Sudelfeld geht aber glaube ich gar nicht so lang, was ich da auf dem Navi sehe. Ich weiß aber nicht. Ah, durch Zufall das allererste Mal, dass ich da bin. Ja, ich auch nicht. Dann warten wir. Erkenne mich. Oder war das hier? Doch, hier war's. Holy shit, Alter. Genau hier machen sie immer die Kontrollen. Ich erinnere mich. Ja, ich weiß nicht, ob ich das einblenden kann. Aber ich mach's einfach trotzdem. Ein kurzer Clip. Der Sudelfeldpass ist Teil der Deutschen Alpenstraße. Hier kontrollieren Roman Gold und Jan Zangenfeind von der Polizei Holzkirchen. In diesen engen Kurven gilt Tempo 60. Dass da über die Kontrollen haben. Genau dort sind sie über aussehen. Da hat es dann auch mal vorgegeben gehabt, da haben sie dort zwei Aussitzungen gehabt. Dann haben sie kontrolliert gehabt, hat alles passt. Dann haben sie weitergefahren, da ohne mit 120 auf, wie beim Zurückfahren haben sie nur mehr Aussitzungen, weil er schnell weggefahren ist. Das kostet auch nicht machen, wenn sie die kontrollieren und dann mit 120 wegfahren und dann blitzen sie die von oder lasern sie die von hinten. Das ist halt auch nicht schlecht, aber das ist die Stelle. Ja, geil. KTM, Brudi! Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt auch noch mit zum Sudelfeld kehrt oder nicht. Auf alle Fälle jetzt aber wirklich beendet das Video an der Stelle, weil ich das eigentlich nur noch mit ins Video einnehmen wollte, dass ich durch Zufall Sudelfeld gefunden habe. Das ist ja auch gar nicht mal so unbekannt. Naja, war gut. Aber jetzt wirklich mit der Aussicht, Videoende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch wenn jetzt das noch hinten mit Druck hängt ist. Aber bis zum nächsten Video.